Eine Zeichnung ist ein Bild, also ein Abbild, das ein Motiv, also ein Sujet, in unterschiedlich stark vereinfachender Weise mit Linien und Strichen darstellt. In der Regel ist die künstlerische Zeichnung eine Handzeichnung. Zuckerri vergleicht die Zeichnung mit dem göttlichen Schöpfungsakt. Am Anfang der Schöpfung steht die Idee als eine Art innerer Zeichnung, das Konzept, also das Concetto. Dieser geistige Akt äußert sich in der Zeichnung, in dem Disegno, die in ihrer Ursprünglichkeit mit der Idee eins ist. Sie ist die notwendige äußere Gestalt der Idee, und die weitere künstlerische Ausgestaltung ist dann noch Zugabe und Vollendung.